Okay, stürm, 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 Zugriff! Hä? Oh mein Gott. Warum kommt Polizei? Das ist doch ein Drogenkartell! Achtung, ihr Gegner, ihr Gegner! Let's go! Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA Online, heute mit Avi und Stadi, was geht ab? Leute, heute gibt es ein neues Update in GTA Online. Ich habe übertrieben Bock, 2024. Und es ist einfach nochmal ein Banküberfall-Update gekommen in GTA, richtig krass. Was? Und Avi und Stadi, wir werden heute gemeinsam diesen letzten Banküberfall noch spielen, bevor GTA 6 erscheint. Habt ihr Bock, Jungs? Ich hab Bock! Okay, dann kommt alle mit uns. Und zwar, Leute, hier bei dem neuen Update in GTA Online kann man sich nämlich jetzt bei der Polizei bewerben. Richtig krass. Oh mein Gott, Jungs, wir sind jetzt einfach bei der Polizei. Wir müssen hier die Mission machen. Schwarzgeldkasse heißt die. Ey, Jungs, checkt ihr das? Die Polizei braucht einfach unsere Hilfe. Junge, Max, du siehst voll gruselig aus. Ja, ich muss auch gruselig aussehen hier in GTA Online. Alter, wow. Wir kriegen jetzt einfach hier unseren Dienstausweis. Wir werden Officer Crimex, Officer Stadi und Rekrut Amir. Ey, ich bin Leutnant. Bro, du bist einfach unser Praktikant heute. Digga, warte ab, warte ab. Mal gucken, wer gleich carried. Mal gucken, wer Clark ihn abholt jedes Mal. Ja, ja, ja. Okay, Amir. Oh mein Gott, Jungs, es geht los. Komm. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir jetzt hier erst irgendwie so eine Geldwäscheorganisation irgendwie hops nehmen oder so. Komm, steigt mal alle direkt in meinen Panzerwagen ein. Ich will euch nur eins sagen, dass bitte denkt dran, wir haben nur ein Teamleben, ne? Alter, was? Also das heißt, wenn wir zweimal down gehen, ist die Mission vorbei. Okay, okay, das heißt, Amir, bitte nicht sterben, okay? Okay, also das heißt, Stanley, wir müssen auf Max aufpassen, dass er nicht wieder dumm reinläuft. Junge, wir gehen jetzt einfach in das Kartell auf. Alter, wir legen uns einfach mit irgendeiner krassen Mafia jetzt hier an. Oh mein Gott. Ey, das ist wie ein guter alten GTA Online-Zeiten hier. So, und zwar hier sollte jetzt nämlich direkt schon dieser erste Unterschlupf sein. Das ist der Typ, das ist ein Typ, das ist ein Typ. Alter, okay, pass auf, Jungs, pass auf. Okay, zack, 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 lass direkt Waffen rausnehmen. Nee, so. Erstmal keine Waffen, Bro, oder? Okay, ich seh den Jungs. Gleich erstmal so mit dem Reden, oder? Ich sag ehrlich, Digga, wir knacken. Hey, hier wird nicht geredet, wir sind doch keine Anfänger. Komm, Jungs, rein da. Okay, Max. Achtung, Achtung, von hinten. Von oben, von oben. Ich guck links, Okay, sehr gut. Ja, links, hier sind noch welche. Ja, ist schon an. Okay, stark, stark, stark. Autos kommen. Ich glaub, ich hab Funkspruch gehört. Autos kommen. Ich geh rein, ich geb rein. Gebt ihr mir Deckung, Jungs. Bam. Okay, hier drin waren zwei. Alter, die waschen hier Geld, Jungs. Das ist eine Geldwäscherei hier. Achtung, oh, da ist doch jemand. Okay, okay, zack, 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 alle ausgeschalten. Alter, wir plündern ihnen jetzt das Geld. Okay, Jungs, eine Waschmaschine mache ich leer, die andere könnt ihr leer machen. Zack, Bargeld down. Ja, okay, okay, ich komme schon die andere. Zack, zack, oh mein Gott, wir nehmen denen das ganze Geld weg. Die nehmen das Bargeld, mach ich ja wirklich ernst. Ja, ja, die nehmen das Waschen wirklich ernst. Ich bin da, hallo, so. Was geht? Zack, 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 okay, ich habe meine Waschmaschine leer. Meine ist auch komplett leer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann keine mehr mitnehmen. Ja, alles gut, wir haben nur zwei, wir haben nur zwei. Alles gut, Stani. Achtung, Achtung, hier rechts. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Junge, die fangen uns hier ab, Junge. Ja, ja, wir müssen direkt zum nächsten weiter. Komm zum Auto, komm schnell ins Auto. Wir haben einen Panzerwagen. Kein Ding für uns, Leute. Wir sind natürlich GTA-Profis und hier vorbereitet. Steigt in den Panzerwagen ein, Jungs. Ich bin dran. Ja, ja, fahr. Ich fahr mit Doppelauto. Okay, okay, alles klar. Gut, dann lass weiter zum Punkt B. Der blaue Stani. Oh, ich bin der blaue. Tut mir leid, Oh Gott. Mich, Max. Leute, wir haben aus Versehen auf Stani geschossen. Schießt eine halbe Stunde auf mich, Bro. Digga, ich schieße einfach auf alles, was sich bewegt. Hier ist noch einer. Bam. Weg mit euch. Boah, die haben hier sogar durch die Panzerung gerade durchgeschossen. Ja, alles gut. Brauchen wir nicht. Kein Problem, kein Problem. Alter, also Stani, Leute, okay bei dir? ihr merkt, die Polizei hier in Los Santos braucht uns. Ey, Stani, warum bist du nicht einfach mit uns gefahren? Junge, ich bin direkt hinter euch, alles gut. Oh, hier ist richtig viel los, hier ist richtig viel los. Brauch nicht reinfahren, oh Gott, die schießen durch die Panzerung durch. Ja, Max. Stark, okay. Max. Okay, alles gut, alles ist gut. Wir steigen jetzt hier aus. Ich bin vorne, Jungs. Okay, stark. Von hinten kommt noch ein Auto. Okay. Bro, wir haben die übel sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich geh direkt rein, Jungs. Okay, geh direkt rein. Armin und ich halten hier den Rücken frei. Ja. Okay, sehr gut, Jungs, sehr gut. Habt ihr das Geld? Junge, ich muss aber packen. Hier fehlt noch eins. Eins fehlt hier noch. Boah, Freunde, ey, hier richtig Action. Ich mach erstmal eine Paul Berger Limo auf. Ja, ich esse hier auch gerade passt. Deckies, Alter. Oh. Schön. Okay. Let's go. Noch mal Panzerung, Freunde. Ey, das wirkt wie in guten alten GTA-Online-Zeiten, Jungs. Wir sind direkt Panzerpause dann raus. Perfekt, Jungs. Komm, Jungs. Die werden uns wahrscheinlich da draußen erwarten. Boah. Oh, stark, Junge. Habt ihr andere? So, sehr gut. Auf den Boden, Junge. Leg dich nicht an mit uns. Ich fahr den Wagen vor. Nightshark, bestes Auto, Jungs. Ihr wisst noch, der hält 5 RPG-Schüsse aus. Bin dran. Tschüss.
Sperm. Oh. Ey, Jungs, wisst ihr eigentlich, dass wenn wir hier die Mission geschafft haben, dass wir uns ein Polizeiauto kaufen können hier in GTA Online? Nee. Das kann man sich aber nur kaufen, wenn man hier einmal die Polizeimission gemacht hat. Boah, okay, weil nur dann ist man ein richtiger Polizist. Okay, hier ist der nächste Laden, hier ist der nächste. Oh, oh Gott, die warten da schon drin. Hier sind viele, hier sind viele. Okay, lass raus. Moin! Okay, so, zack. Und rein da, Jungs, wir stürmen! Ah, Jungs, LSPD auf dem Baum, alle auf dem Boden, LSPD. Polizei! Oh. Oh mein Gott. Stark, Jungs, sehr, sehr stark. Ich geh wo ist hier der Eingang? Ich geh auf LKW drauf hier. Okay, ich geh rein. Eingang ist hier bei mir, Okay, warte, ich geh rein. Zack. Pass auf, Max. Ich komm mit rein. Ja, jemand kommt mit. Zur Deckung, bleibt jemand draußen? Ich bin draußen. Sicher? Wohl, glaub nicht. Okay, ihr könnt auch alle reinkommen, aber es sind eh nur zwei Maschinen hier. Okay, ich räume leer. Ach du, nein, oh Gott, da ist jemand, ja, da ist jemand, gut, der mich überrascht. Gut. Sehr gut. Perfekt. Ich erstmal. Oh Leute, Stani hat uns gerade voll gerettet. Der hätte uns hier gerade mies in den Rücken geschossen. Aber hier sind auch nur zwei Waschmaschinen, die voll sind. Ja. Zack, okay. Verdeckung. Sehr gut. Haut euch nochmal Panzerung rein, falls ihr Leben verloren habt. Ja, gute Idee. Sehr guter Call. Junge, wir haben einfach alles Bargeld, ne? Wir haben übelst viel Bargeld. Jungs, was sollen wir einfach am Ende abhauen und Urlaub machen? Sollen wir es einfach gar nicht der Polizei geben, das Geld? Sollen wir es einfach Junge, aus dem Staub machen? Dafür. Ja, okay. Oder wir geben denen das, die geben uns noch krass draufträge, dann machen wir noch das mehr kann natürlich okay, auch links, sein. Links. Noch einer. Sehr stark. Okay, lass wieder einen Nightshark reinballern, Jungs. Und dann fahren wir zu unserem Polizei. Nein, Jungs, wir müssen das Geld abgeben, damit wir das Polizeiauto kaufen können. Wir wollen doch hier richtige Polizisten werden. Wir kriegen noch einen größeren Auftrag, glaube ich. Komm rein, Armin, rein da, los. Mit rein, fahr. Jo, beiseite, Schmalspur. Warte. Hey, du fährst falsch. Warte, gerade eben wollte er das hier lang fahren, deswegen habe ich gedreht. Okay. Okay, Freunde, ab geht's zurück zum Revier. Da werden wir jetzt natürlich das gewaschene, illegale Geldwäschegeld abgeben. Let's go. Okay, wir müssen jetzt wohl hier irgendwie dieses Schwarzgeld bei Vinzenz Unterschlupf hier abgeben. So, und das müsste irgendwo... Wir müssen hier wahrscheinlich in diese Seitengasse hier einmal reinfahren. So, und zack, Leute. Let's go. Okay. Wir müssen jetzt ins FIB-Gebäude, Bro. Was? Das ist doch hier nicht das FIB-Gebäude. Nee, aber da müssen wir jetzt hin. Okay, let's go. Let's go, Jungs, we did it. Okay, Leute, es geht direkt weiter mit der nächsten Mission, die wir hier machen müssen, um dieses Kartell hops zu nehmen. Jungs, steigt mal alle direkt ein. Wir müssen zu diesem Militärfahrzeug, glaube ich, jetzt hier gehen. Oh, dieser Terabyte. Müssen wir ein Militärfahrzeug jetzt klauen? Ja, wir müssen Terabyte jetzt über die oder Operation Laptop informieren. Wir brauchen jetzt Informationen von den Angestellten vom Clucking Bell. Okay, Clucking Bell, Leute, das ist doch hier dieser Ding. Das ist doch diese Hühnchenfabrik, Clucking Bell. Ja, jetzt überfallen wir doch auch, du Rentner. Ach, lol. Oh mein Gott, okay, ich bin blind. Ich habe ihn nicht gesehen. Hier steht er. Amir, kannst okay, du uns kommen? Ich hab ein Auto. So, ja, sehr gut. Oh mein Gott, zerstör die Drohne. Wir werden von der Drohne gesehen. Pass auf, da oben. Oh. Wow. Schieß rauf. Alter. Ey, Leute, 2024 GTA. Es gibt einfach Drohnen hier mittlerweile. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Drohnen, Junge. Ach du, ey, die schießen sogar auf uns. Alter, pass auf. Ey. Down. Geisteskrank, das sind Geschützdrohnen. Down. Okay, ich glaube, wir haben alle gedownt. Rein. Okay, wir klauen jetzt diesen Terabyte hier. Boah, Junge! Okay, die Waffe nehmen wir natürlich sehr gerne mit, ja. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt erstmal gar nicht. Begib dich zum Laptop. Okay, jetzt als nächstes müssen wir zu dem Laptop fahren. Gut, da fahren wir jetzt auch mal rüber. Können wir hier nicht mit den Terabyte einfahren? Nee, den müssen wir stehen lassen. Okay, kommt mal rein, Jungs. Ey, Leute, okay, irgendwo hier muss jetzt dieser Laptop sein. Wir haben hier ein Bild bekommen von dem Typen. Ach, so sieht der aus. Genau. Den müssen wir der finden jetzt hier. Der muss oben sein. Meint ihr? Ja, aber guck mal, ist auch voll hell. Also unten kann ja gar kein Licht richtig drauf knallen. Ja, okay, das stimmt. Graffiti. Smart. Bei so einem Graffiti stand der da. Okay, das ist auch hier der eingezeichnete Bereich. Du musst ohne Waffe rumlaufen, dass er nicht direkt Angst hat. Der soll direkt Angst haben, wenn er uns sieht. Check, Verdächtigen hier gefunden. Nee, das ist er nicht. So, wo ist der Spion, Jungs? Ja, wir müssen den Spion finden. Ich hab ihn! Oh, stark! Ich hab ihn! Stark. Alle zu Arm hier! So, dachtest wohl, du kannst dich hier verstecken vor uns, Junge! So, ha? Stiel den Laptop. Nimm den Laptop, Max, den Laptop. So, ja, Laptop abgezogen. Komm her!
Brauchst gar nicht denken, dass du hier vor uns abhauen kannst. Die Jungs waren den fertig. Okay, Jungs, ich hab den Laptop, ich hab die Ware. Oh, was, Jungs? Die sagen jetzt, wir sollen zum Kartellgelände gehen. Ich glaube, wir legen uns jetzt einfach mit der Mafia an. Checkt ihr das? Glaubt ihr, ihr seid darauf vorbereitet? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Ich bin mir gerade auch nicht mehr so ganz sicher. Alter, 3 Kilometer. Wir fahren da jetzt mal hin, Leute. Oha, warte mal, was ist das denn hier? Hier werden Gegner angezeigt. Junge, wir müssen das Kartell ausschalten. Oh, 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 oh. Sorry, Stadi, sorry. Achtung, Jungs. Ja. Wir stehen unter Beschuss. Egal, Bro. Guck mal, was ich jetzt mache. Da kommen mehr, da kommen mehr, da kommen mehr. Oh mein Gott, da kommen richtig viele Jungs, die Panzerung an. Okay, stürm. Zugriff. LSPD alle auf dem Boden. Ich hab's euch gesagt, auf den Boden legen. Da liegt irgendwas, da liegt ein Schlüssel, Jungs. Ja, wir brauchen die Schlüssel für die Züge. Ich kann erhöhte Position gehen, Jungs. Pass auf, da wir sind noch. Ist irgendwas, was wir brauchen, Bro. Sind noch einige Kartellleute. Zugriff, Zugriff. Wir sollen hier irgendwie auf den Zug. Warte mal, was? Wir sollen einen Zug klauen? Da steht, wir sollen den Zug klauen. Hä? Ey, Junge. Ey, sag mir jetzt nicht, man kann nach 11 Jahren GTA den Zug fahren. Was? Ey, Leute, nach 11 Jahren GTA kann man einen Zug fahren? Ich dreh völlig durch. Stiehl den Zug. Wie soll das denn gehen? Ja, fahr. Ja, warte mal. Ich einfach hingehen und F drücken. Man setzt sich hier wirklich an den Zug dran. Oh mein Gott. Okay, Stanley, wir müssen jetzt Alter zusammen verteidigen. Ja. Man kann das Ding einfach steuern. Man Stimmt kann Feuer einfach den Zug fahren. Checkt ihr das? Ey, das ist zu krass. Das ist Max, zu krass. Ich hab's gemacht. Ich hol die Minigun raus. Okay, hol die Minigun raus. Ich hol auch die Minigun raus. Ach du Heilige. Einfach der Minigun-Train. Ey, ich muss sagen, das Update, ich feier es übertrieben. Man kann Polizei sein, man kann den Zug steuern. Das ist irgendwie alles das, was GTA-Spieler sich immer gewünscht haben. Achtung vor uns, Gegner! Schießt! Entkomme mit dem Zug. Und let's go! Oh mein Gott, wir können cool locker alles den zur Zug Seite kann rammen. Niemand aufhalten. Jedes Kind weiß, in GTA kann man den Zug nicht stoppen, Leute. Unmöglich. So, damit fetzen wir jetzt hier einfach weg. Was wollen die machen? Was wollen die machen? Achtung, ihr Gegner, Jungs, Gegner! Let's go! Alter, das ist zu nice. Feierabend, Jungs, Feierabend. Okay, nice, Sonny, ich versuche mal direkt den Schützen wegzuhauen und du machst das ganze Auto dann kaputt. Okay, Achtung, vor uns wieder. Und wir fahren in den Tunnel rein. Aua! Achtung, Jungs! Aua! Ey, Jungs, hüpft schnell wieder drauf, hüpft schnell drauf. Ich bin drauf. Okay, sehr gut. Achtung, Helikopter vor uns. Helikopter! Oh mein Gott. Ich muss mit dem Motorrad hinterherfahren. Ey, der Zug fetzt alles weg. Nein! Der Zug fetzt alles geschafft weg. Ey, nein, Stani, bist du gestorben? Ich habe ja, ich bin gestorben. Ja, pass auf, wir haben 0 Teamleben. Jungs, jetzt keiner mehr sterben. Wir haben nur noch 0 Teamleben. Gut aufpassen jetzt, sonst ist die Mission hier fehlgeschlagen. Bam, tschüss. Oh mein Gott. Duck dich lieber, Amir, wenn es zu viel ist. Ja, geh auf jeden Fall nicht oben rauf, Amir. Geh nicht oben rauf. Stani, hier sind auch super viele Gegner. Du musst auf jeden Fall auch aufpassen. Bro, ich komm mit dem Motorrad hinterher. Ja, ja, das sind ultra viele Gegner, ne? Nicht, dass du jetzt hier nochmal stirbst und. Nee. Oh mein Gott. Helikopter weg! Ey, wie sollen wir denn hier mit dem Zug abhauen? Jungs, Bam, ich bin hier unten! Beiseite. Wow! Stani, du musst hier hochjumpen, du musst hier reinspringen wieder! Okay, Bro! Nein, wir fahren jetzt in den Tunnel rein! Wow! Nice, Junge! Ey, das wäre krass. Das wäre krass, Bro. Ja! Let's go! Einfach Zug geklaut, Jungs. So, Jungs, nächste Mission. Wir müssen jetzt hier Waffen besorgen, Leute. So, und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Guckt euch mal das hier an, Jungs. Yo! Okay, ich fahr hinterher mit Alter, und zwar, wir haben einfach als Belohnung, weil wir so gute Officers sind, hier einfach ein Polizeiauto bekommen. Boah, das sieht voll cool aus. Alter, richtig krass. Ey, Jungs, okay, warte mal, wir müssen jetzt hier zu verschiedenen Punkten fahren. Okay, der hat uns auch hier Bilder schon wieder geschickt, weil wir müssen uns hier die Waffenlieferung schnappen von diesem Kartell, damit die natürlich dann auch gleich nicht so gut bewaffnet sind, wenn wir die überfallen. Let's go, Freunde. Officer Crimex, Officer Johnny, Zugriff! Hör ja mit den Waffen! Illegale Waffenlieferung. So, zack, hier. Hände hoch, LSPD. Oh Gott, die sind überall. Boah, ich bin Lowlife. Oh, ich hab hier ein bisschen aufgeräumt, Bug. Oh Gott, Junge, oh mein Gott, renn zurück. Junge! Boah, die drehen hier völlig durch. Alter, wie viele sind da? Zieh Panzerung an. Check, okay. Check, Jungs, wie läuft's bei euch? Bro, ich sag dir, du musst richtig aufpassen. Du musst richtig aufpassen, du musst locker machen. Alles klar, ich pass auf. Ich werd euch schon ganz weit hinten snipen. Ach, du Heilige.
Das ist ja geisteskrank. Ja, easy, wir haben ja alles. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir haben natürlich immer wieder die Kontrolle übernommen, Leute. Okay, so, ich glaube. Junge, haben wir hier alles hops genommen. Warte, ich steig ein. Zack, zack, zack. Okay, ab zum nächsten Punkt. Bist du bei C, Amir? Bro, was hast du für ein Gammel-Polizeiauto ohne schussige Reifen, Junge? Ja, Bro, das habe ich gerade als Beförderung gekriegt. Hier kommen Leute. Bestimmt, wenn wir noch besser sind, kriegen wir auch hier ein getuntes Polizeiauto von Vincent, unserem Chef. Bro. Alter, ey, Stani, hast du überhaupt einen Führerschein oder wie fährst du hier? Ja, Junge, da ist der Reifen kaputt. Eieiei, Leute, ab zum nächsten Punkt. Hä, Stani, ist der nächste Punkt auf dem Wasser? Oh Gott. Ja, ich glaube, wir sollten uns hier lieber die Jetskis nehmen, Bro. Alter, das ist bestimmt auf dieser Luxusjacht da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Check, check. Amir, wir müssen auf die Yacht gehen. Wir können dir gleich nicht mehr helfen. Habt die Waffen dabei? Oh, stark, sehr Leute. Gut. Amir hat's geschafft. Amir ist ein Macher. Und wir holen uns jetzt hier erstmal Jetskis, Leute. Und werden jetzt auf diese Yacht vorflitzen. Ey, Stani, mach langsam, Junge. Nur, das ist wirklich die Yacht, Max. Ach, du Heilige. Das ist einfach die Yacht von einem Kartellboss. Checkt ihr das, Leute? Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Okay, wir brechen da jetzt ein. Wir brechen ein auf die Yacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stani, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Wir müssen gleich sein, Bro. Wir müssen gleich sein. Wir schleichen uns rein. Ein Bruch, Brüder. Hätte, wir können uns da drauf schleichen oder sollen wir einfach jeden abknallen? Was meinst du, Stani? Bro, also ich ja, komm, okay. Dann machen wir es halt so. Okay. Check, ich bin... Muss ich den Kopf mal... Oh, ich muss die Ausrüstung noch klauen. Jungs, hab's so gut wie geschafft. Okay, weiter geht's. Sehr gut, Amir. Oh, da ist auch noch einer. Bleib liegen. Wir stürmen die Yacht. Sehr gut. Und rein da. Wo ist die Waffenlieferung? Ah, oh, das bist du. Hier, Max. Wir knallen uns einfach noch gegenseitig weg. Wo ist der, Leute? Bro, du musst in diesen blauen Punkt laufen. Ach so. Okay. Ich suche hier nur nach den Gegnern. Und rein in den blauen Punkt. Okay, ich bin hier im Fahrzeugraum, im Frachtraum, Maschinenraum, keine Ahnung was. Ich hab die Ware, Bro. Hast du auch die Tasche? Hast du die Ware? Ich hab einen Teil der Ware. Hast du, da muss jetzt, glaube ich, noch die Tasche muss geklaut werden. Ist die bei dir oben? Oh, warte, nee, ich glaube, die ist hier unten noch. Hier unten ist nichts mehr. Dann oben. Oben habe ich auch. Ja, komm, hier rechts von uns ist die Tasche. So, Idiot, weg mit dir. Zack, da ist die Tasche. Check, alles geklaut. Okay, sehr gut, wir haben auch alles, wir haben die Ware. Wir müssen uns jetzt wieder bei Vincents Unterschlupf treffen. Check, ich bin unterwegs. Hey, Max, du musst hier runter. Okay, sehr gut, ja. Wir haben was stärker gerufen. Ey, da kommt gleich ein Heli, Stani. Oh mein Gott. Ey, Bro. Bro, komm rauf, wieder rauf, hier rauf, rauf. Ja, okay, ich komm bei dir drauf. Ja, Junge, der Heli. Oh. Warte, bleib stehen, Stani. Ich komm. Komm rauf. Okay, fahr los. Ihr kriegt uns niemals. Boah, ich hab ihn rausgekillt. Der stützt ab, sehr gut. Und tschüss. Oh mein Gott, Leute. Okay, optimal. Jetzt erstmal ab wieder zu Vincents Unterschlupf. Aber da vorne wartet doch ein Heli auf uns. Ey, die verstehen ja hier gar keinen Spaß mit ihren Waffenlieferungen hier. Junge, wo haben die Helis überhaupt? Ja, die sind auf einmal total krass geworden, in dieses Kartell. Und Sirene an. So, rein da. Und let's go. Achte, wir kriegen Besuch. Ja, ich helfe dir. Oh mein Gott, ey, die haben mich gerade so angeschossen. Ich habe nur noch halbes Leben. Oh Gott. Ich werde auch angegriffen. Halte durch, Amir. Oh mein Gott, okay, Leute. Komm, ab zu Vincents Unterschlupf hier. Okay, die Ware ist da, Leute. Aua, Entschuldigung, weil das raus von Schafflapp. So. Aussteigen. Easy. Komm, hier alles reinbringen, die Ware. Zack, alles abgeliefert. Oh, Jungs, ihr habt irgendwas vergessen. Nein, wir haben nichts vergessen. Wir haben alles. Doch, hier unten links. Oh. Guck doch, da fehlt ein Platz. Hä? Nein, ey. Was? Hä? Wir haben doch gar nichts vergessen, Leute. Oh, du musst an jedem Ort zwei Sachen immer abholen. Ey, wir sind echt Bummis. Wir waren da gewesen, dann wurde uns gar nichts angezeigt. Da war nichts mehr. Okay, Leute, wir gehen noch schnell die fehlende Lieferung holen. Ey, Jungs, wir sind so lost. Man muss doch hier nur in den Kofferraum reinschauen. Ich fahr wieder zurück. Ach, ey, Mann. Okay, warte. Aber seht ihr, nennt mich Rekruter, aber ich hab direkt in den Vertrieb ergriffen. Warte. Ich hab den Kofferraum aufgemacht. Da ist aber nichts drin in dem Kofferraum. Hä? Vielleicht bring das Auto rein. Oder ich muss das Auto da reinfahren. Habt ihr das Auto an den Punkt rangefahren? Ich habe mein Auto auch zum Punkt rangefahren. Nee. Dann ist es ausgeladen. Ich fahr mal hier rein, aber da ist kein Punkt hier. Ja,
Was ist das denn? So, Jungs, als nächstes müssen wir uns natürlich auch noch einen Fluchtwagen besorgen. Wir haben jetzt ja schon mal Waffen, Hacker-Ausrüstung und natürlich gehört zu einem richtigen Überfall auch noch ein Fluchtwagen und den werden wir uns nämlich jetzt besorgen, Leute. Oh Gott. Sehr gut, ich bin gespannt, ob der OP ist. Ey, Jungs, es gibt hier wieder drei Orte. Sollen wir uns einfach aufteilen? Jeder fährt zu einem Ort? So. Fluchtfahrzeuge können von... Also, wir klauen jetzt Fluchtfahrzeuge von drei verschiedenen Gangs. Genau, genau. Oh Gott. Das ist der Plan. Ey, warte mal, wer ist Ziel C? Wer fährt zu C? Ich fahr zu C. Ja, Bro, pass auf, das ist Militär. Nein! Da ist Militär. Wo also ich glaube, ja, weil ich mir die Bilder anschaue, bei A sind Gangleute, bei B sind Panzerwagen und bei C ist Militär. Oh mein Gott. Okay, Stani hat es auf jeden Fall nicht leicht. Du machst das schon. Die schwierigste Aufgabe für den größten Noob. Schade. So, wir machen jetzt hier wieder Polizeirazzia. Oh Gott, da fliegt schon ein Helikopter oben. Holy moly Macaroni. Ich ahne nichts Gutes, wenn wir das Gebiet hier betreten. Und das Ding ist, wir haben nur noch null Teamleben, weil Stani sich gerade aus Versehen selbst gekillt hat. Sorry. Ach, naja, okay. Oh Gott, ey, ich werde jetzt schon vom Heli abgeschossen. Um Gottes Willen. Das war's, Max Leute. Down. Das war's. Ich bin ehrlich, Jungs, ich hab nur so ein paar Gangleute hier. Lost MC Territorium. Bei mir ist absolut irgendwie so Gang, keine Ahnung, irgendwie so halbes Militär oder so. Bro, bei mir ist ein Cargo-Bob, der ein Auto hinten dran hat. So, zack, egal. Einfach, schießt einfach, oh Gott. Schießt einfach alles über den Haufen, Jungs. Yo. Bei mir kommt auch ein Helikopter, bei mir kommt auch ein Helikopter. Ach, du heilige Leute, das war's. Wiederschauen und reingehauen. Holy moly Macaroni, die Mission ist jetzt schon echt schwer hier. Und nächster down. Okay, weiter vorrücken. Zack, weg. Gott, das sind echt viele hier. Ich muss in Deckung. Ich hab mein Auto. Ja, das ist schön. Wenn du Zeit hast, kannst du mich supporten kommen. Ja, okay, ich werde angefahren, Bro. Die sind absolut krank drauf. Ach nee, ich muss nach unten. Oh mein Gott, ich brauche schon wieder eine Panzerung. Also ich habe mich hier, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Ich hätte Support gebraucht. Bro, die rammen hier einfach mit den Autos in mich rein. Checkt ihr das? Kleinen ekligen. So, Junge, okay. Bei mir kommt ihr mit. Ich jag hier einfach alles in die Luft. Alter, hier bei mir ist richtig auf Sweat. Ich bin richtig am Sweaten. Falsch geguckt, Jungs, falsch geguckt, by the way. Hab er noch nicht gefunden. Ey, Jungs, ich brauch Support. Okay, ich brauch Support. Ich schaff's allein nicht. Was ist das denn? Digga, die haben das Auto hochgehalten. Ach du Heilige. Das war's. Die kriegen halt die ganze Zeit Support. Das ist mein Problem. Bro, das Ding ist, die haben einfach mein Fluchtfahrzeug zerstört. Ach, du bist das denn? Ich denke, wenn ich das nicht kriege, kriegt es keiner. Ich muss jetzt vorpushen, Leute, anders da geht's nicht. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, einfach nur schnell in das Auto einzusteigen. Oder vorne ist das Auto, ich seh's. Ich werde jetzt einfach schnell versuchen, ins Auto einzusteigen und abzuziehen. Wie, das hier ist das Fluchtauto? Ist doch voll die Müllkiste. Ist das ein Honda Civic oder was? Ist es euer Ernst? Warum wird das Ding so krass bewacht? Und wir sind das Honda-Fans. Ja. Ich komm zu dir, Max. Bist du bei A, Max? Ich bin bei B. Aber ich hab das Auto, ich hau schon ab. Leute, das war Action. Okay, wir müssen jetzt das Fluchtfahrzeug zur Garage bringen. Wahrscheinlich werden wir auf dem Weg noch angegriffen. Okay, Leute, jetzt müssen wir den Fluchtwagen schon in dieser Garage hier positionieren, weil hier wird ja später der Clack-in-Bell-Überfall sein. Und natürlich müssen wir dann auch hier den Fluchtwagen irgendwo positionieren, Freunde. Ach, wir müssen das erst noch in der Tuning-Garage da reparieren, Alter. Bro, vielleicht solltest du das auch auftunen, Alter. Ja, das wäre vielleicht besser, wenn ich den noch tunen würde, weil das Ding ist eine total lahme Ente. Wie viel sitzt das überhaupt? So, ich glaube, wenn wir da drin repariert. Sitzen, ist das einfach zu OP. Ja. Okay, das Ding ist repariert, Leute. Jetzt können wir das da in die Garage reinstellen. Und Abfahrt, Leute. So. Fluchtwagen ist positioniert. Damit müsste jetzt hier die weitere Vorbereitungsmission abgeschlossen sein. Verlasse das Gebiet. Okay, Jungs, komm. Abfahrt. Kann ich hier bei dir einsteigen? Nein, ey, Stani, du musst mich mitnehmen. Ey, nimm mich mit, Stani. Hast du den ein Auto geklaut? Ja, runter mit dir, Junge.
Und Abfahrt, Leute. Let's go. So, Leute, weiter geht's mit einer weiteren Vorbereitungsmission. Und zwar sollen wir jetzt irgendwie das Kartell nochmal sabotieren, damit die ein bisschen geschwächt sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Und deswegen müssen wir jetzt schon zu diesem Gluck-in-Bell-Gebäude fahren, um da die richtig zu sabotieren, Leute. Wir haben auch sogar ein Hackergerät. Alter, ja, Hackergerät, alles haben wir jetzt schon am Start. Was, hä, wo müssen wir denn jetzt erstmal hinfahren? Hä, müssen wir da irgendwas verfolgen? Auf die LKW-Flotte müssen wir sabotieren. Ah, okay, okay. Wir müssen den jetzt erstmal ihr Geschäft noch ein bisschen vermiesen. Ach, ich glaube, wir verfolgen jetzt gerade einen LKW. Der fährt hier weg von uns. Ich glaube, den müssen wir jetzt erstmal so klauen oder zerstören oder sowas. So, Jungs. Okay, da vorne müsste jetzt gleich der LKW kommen. Also haltet Ausschau nach einem Gluck-in-Bell-LKW. Oh, oh, oh. Es gibt mehrere. Okay, die müssen wir hacken. Okay, die müssen wir hacken, Bro. Wer macht das? Macht ihr das? Ich hacke gerade. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Rechts unten sehen wir den Hackfortschritt. Okay, wir fahren einfach nur neben dem. Nicht schießen, Bro. Wer hat geschossen? Wir nicht. Okay, alles gut, aber wir haben gehackt. Alles gut, dann fahren wir direkt weiter zum nächsten. Ich glaub, die haben geschossen auf uns, so, oder? Juckt uns doch nicht. Ja, vielleicht haben die uns auch gesehen. Kann natürlich auch sein. Kann man jemand markieren, den nächsten? Ja. Ja. Bro, jetzt haben wir dadurch, können wir uns als Fahrer verkleiden dann irgendwie. Ah, okay, okay, okay. Ah. Und jetzt müssen wir die Garage finden und so, wo die ihre Ausrüstung haben, alles. Also wir hacken quasi Informationen von denen. Geradeaus, dann rechts. Rechts, rechts, rechts. Okay, da vorne ist der nächste. Okay, wer hackt wieder, Stani, du? Ja, ist egal, einfach Dings. Okay, los, hacken. Läuft. Hack-Mack. Mach mal richtig Hack-Mack hier. Gleich durch. So. Und super, zack, easy. Dann nächster. Wieder einmal jemand markieren, wo wir hin müssen. Ja, mach ich. Okay, super. So, beiseite. Ich hab schon markiert. Ja, super, top. Auf dem Weg zum Flughafen. Hier rechts rein, rechts lang. Ja, zack, zack, zack. Müssen wir einmal abfangen. Ist weg hier unten. Ja, hier rechts, rechts, rechts. Zack, hier runterbrettern. Ja, geradeaus, geradeaus und hier rechts, links runter. Hier links runter und auf links ist er, links ist er, da ist er, du siehst ihn auch. So, und. Der, ey, war ich noch nie gewesen in GTA. Hack läuft. Hack Mac. So, sehr gut. Und der denkt auch hier, er kann uns abschütteln oder was? Nicht mit uns hier. Easy. Okay, perfekt. Super. Job ist erledigt. Wieder zur. Begib dich zur Garage des Kartells. Okay. Garagen. Dann einmal zur Garage. Ja, ich glaube, deren Route und so. Okay, hier vorne ist die Garage. Hier müssen wir rein. Kinder. So, Abfahrt. Zack, zack, zack. Hast du das schon? Mission erledigt oder was? Nee, ich dachte schon. Nein. Denkt ihr, wir werden hier erwartet? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ready? 3, 2, 1 und zack, komm, alle weg. Bro, wir sollen heimlich. Okay, heimlich. Ja, stark, Jungs. Ist doch egal, lass die einmal alle wegballern hier, juckt doch nicht. Oh mein Gott, zack, 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 zack. So, hopp, die paar Gegner, Jungs, wir haben schon krasseres geschafft hier. Ja, mein hier. Leben. Aufpassen. Zack, rechts zack, von zack. Rechts und die Aufmarks, ne? Ich muss kurz eine Rüstung nachziehen. Ich sabotiere den ersten LKW. Ja, super, sehr gut, Jungs. Ich erledige hier die Bummis. Ich habe Kabel einfach rausgezogen. So, sabotieren. Wie können wir die hier sabotieren? Zack. Oh. Einfach rangehen und E drücken, Bro. Ja, schön die Bremsschläuche hier weg, Leute. Damit die hier Unfälle bauen mit ihren LKWs. So, okay. Hier können wir auch noch einmal sabotieren. Zack, zack. Bam. Okay. Ich habe einen Bohrer auf. Ich glaube, wir haben alle sabotiert. Finde die Schlüsselkarten. Okay, Schlüsselkarten sollen wir jetzt hier noch finden. So, ich geh mal ins Büro hier rein. Finde den Spind mit den Schlüsselkarten. Ja, das könnte wahrscheinlich hier. Echt im Büro sein. Hier ist ein Spind. Hier. Ja. Wer hat den Bohrer? Ich hab. Hier. Ich hab gerade irgendwas ausgemacht. Ah, ich hab die Überwachungskameras geklaut. Ja, Bro, also, du musst die aufbohren, Bro. Komm mal mit dem Bohrer hier rüber. Sorry, Jungs, ich hab gerade die Kamera. Alles gut. Hier bohren. Einmal hier, das Schließfach. Ja, Jungs, lass mich ran. So, sehr gut. Okay, Heimwerker Amir erledigt das mit seinem Bohrhammer. Okay. Perfekt, Freunde. Okay, haben wir alles, was wir brauchen? Ich muss alle aufbauen, Bro. Ah, es gibt noch mehrere. Ja, ich finde es. Ah, okay. Okay, noch zwei.
Hol den noch. Oh, wieder so ein Päckchen. Alter, hä, wie viele brauchen wir denn davon? Letzte. Ich weiß selber nicht, Bro. Oh, ich bin durchgekommen, Bro. Da war doch nicht mal was drin. Ah, hier ist nichts drin. Warte mal. Haben wir jetzt alles? Eigentlich schon. Hier drüben vielleicht noch, Bro. Hier drüben, ah, hier drüben auch noch. Hier drüben auch noch, Bro. Ich muss alles aufbauen. Okay. Ja, ist egal, wir haben Zeit. Ja, dann bohr mal schön. Bohrmaschinen mal schön. Ah, okay, verlasse Garage. Okay, Jungs, wir haben alles, was wir brauchen. Okay, hab ich alles? Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. So, zack, zack, zack. Zusätzliche Beute brauchen wir nicht. Wir haben eh schon genug Geld, Leute. So, ab hier raus. Oh, was sollen wir denn jetzt hier mit dem LKW machen? Oh, warte mal. Stiehl den Tieflader. Okay, jetzt klauen wir den noch richtig schön LKW. Heimlich reinschleichen, Bro. Okay, ich glaube, das ist nur ein Zweisitzer. Hier drauf. Okay. Nee, ich schau mit Auto hinterher. Fahr besser hinterher. Stadi hat's erstmal verabschiedet. Gut, den müssen wir jetzt auch noch zu Vinzenz Unterschlupf einmal rüberbringen. Okay, so, die Lieferung ist auf jeden Fall auch schon mal hier. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir die noch besser hier unterdrücken sollen, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt hier eine weitere Sabotageaktion durchgeführt, Freunde. Und ich glaube, jetzt sind wir langsam echt hier beim Hauptüberfall angekommen. So, zack, Captain, ich kann jetzt hier nicht telefonieren. Wir gehen jetzt hier nochmal zu Vincent rüber. Und ich glaube, jetzt sind wir beim finalen Banküberfall, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir können jetzt hier den finalen Banküberfall starten. Das machen wir jetzt natürlich auch. Let's go. Oh, let's go, Leute. Okay. Okay, es geht los. Ey, wir müssen richtig aufpassen. Ich glaube, die sind super stark. Okay, da kommen hier schon die ersten Lieferungen an. Okay. Aber wir haben ja da auch schon eigentlich echt gut alles sabotiert. Ja, natürlich kriegen wir das hin, Stani. Aber wir müssen echt aufpassen. Wir haben nur ein Teamleben. Okay, und ich glaube, so haben wir uns nämlich reingesneakt. Okay, wir sind drin, wir sind drin. Okay, ganz ruhig. Lass jetzt hier wirklich vernünftig machen. Leise. Wir machen jetzt hier ganz leise. Bro, aber wir haben nicht die Ausrüstung für leise. Okay. Doch, die Shotgun. Die Shotgun ist auch nicht leise. Doch, die hat Schalldämpfer. Okay, dann weiter vorrücken. Wir müssen ins Kokainlagerbereich gehen. Okay, wo geht's lang? Leise. Okay, ich glaube, hier müssen wir die Schlüsselkarten benutzen, die wir haben. Kann das sein? Ich will das Ding kaputt schießen hier. Okay, ist kaputt. Ja, mach zu leise, lauf zu leise. Dann okay, gute Idee. Okay. Bisschen sneaken. Wir müssen gucken. Ja. Zwei, ich nehme links. Dann nehme ich rechts. Stopp, ich nehme den mittleren. Ich nehme den ganz linken. Warte. Ich nehme den ganz linken hier. Stani nimmt ganz links, ich nehme den mittleren. 3, 2, 1. Oh, hä? Okay, weiter. Da sind wieder drei. Achtung, die haben uns gesehen. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, Junge. Oh, okay. Die sind richtig gut bewacht hier. Keycard müssen wir benutzen. Okay, rein da. Wir gehen in den Raum rein. Was ist das denn? Wir müssen hier die Ware klauen. Warte, ich komme schon den ersten. Wir müssen die Ware klauen. Zack. Hier, weg, Idiot. Zack. Okay, Junge, das hat bisher noch niemand mitbekommen, Leute. Ja, wir sind richtig gut. Okay, komm, alle Pakete klauen. Zack. Boah, wir werden so viel Geld machen. Ich bin echt mal gespannt, wie viel man hier für den Überfall kriegt. Ich meine, wir nehmen hier gerade ein ganzes Kartell-Hops, Leute. So. Will noch einer von euch was holen? Nee, bei mir ist es voll. Taschen voll, oder? Nee, Stani hat noch ein Ding. Okay, sehr gut. Ich nehme alles mit, Jungs. Ja, alles gut, alles, Stani. Wir machen die Stadt Los Santos sauber. Ja, wir sind ja Cops. Wir machen das ja nicht, um selbst reich zu werden, sondern weil wir gute Polizisten sein wollen. So, hallo, was sind wir? Ja, man darf nicht bei der Arbeit am Handy sein. Das hast du davon. So, okay, hier nächste Schlüsselkarte. Zack. Hab benutzt. Also bis jetzt, muss ich sagen, sind die absolute Schlafnasen hier. Die können ja gar nichts. Aus dem Weg. So, und jetzt einmal die Kisten durchsuchen. So. Zack, aufbrechen. So. Ist noch Chicken bei mir. Bei mir war was versteckt. Bei mir war ein Paket drin. Warte. Bei mir auch ein Paket. Oh, Großpaket, okay, perfekt, Jungs. Perfekt. Junge, so machen wir den Bude hier leer, Alter. Okay, den Lagerbereich wieder verlassen. Okay, und alle mir nach. Wir dürfen jetzt nicht zu schnell. Ja. Okay, weiter. Weil nicht, dass auf einmal jetzt hier, ich würde das hier noch nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird noch schwerer werden. Einbruch, Brüder! Bin ich jetzt auch ein Einbruch, Bruder? Wir sind die Einbruch-Brüder. Einbruch-Brüder and Friends. So. Okay, Leute, ich mache gerade richtig Hack-Action. Hacke Bürocomputer ist gehackt, Jungs. Es zeigt blau, wenn man an der richtigen Stelle ist.
Hier lang. Oh, ja, ja, das wird hier gelbes Signal, es wird besser. Irgendwo muss hier ein versteckter Tresor sein. Alter, oh, rot, rot hier schwächer. Signal wird schwächer. Das Signal wird stärker, Jungs. Ich bin ganz nah dran. Ja. Sehr gut. Tresor. Hier ist was. Hier ist was. Wir haben uns die Daten schon beschafft, wir müssen weiter. Okay, 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 genau. Check mal hier schön alles. Hier schwaches Signal, sehr schwaches Signal. Ja, wir müssen den Tresorcode immer noch kriegen, Jungs. Ja, wir müssen Hackergerät den Tresorcode kriegen. Ja, wir brauchen ja mehrere Tresorcodes. Einen habe ich ja gerade gefunden. Oh, stark, stark, stark. Stani, nächster Tresorcode. 2 von 3. Einen brauchen wir noch. Ich bin hier auch ganz nah, ich bin ganz nah an irgendeiner Sache hier dran. Der Computer vielleicht oder so in der Nähe? Ja, ja, ja. Ja. Okay, nice, 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 nice. Sehr gut, Junge, sehr jetzt gut, sehr haben gut. Wir einfach den Tresor knackt ja. Durch. Wie heftig ist das denn? Boah, jetzt können wir an den Tresor ran. Boah. Jetzt werden wir euch richtig Cops nehmen. Oh, 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 oh. Leute, warte mal, was ist der PIN-Code? Ah, warte mal, da steht 36, 47, 96. Ja, ja, 36. Okay, warte. 47. Warte, warte, warte. Okay, 36, check. Und 96, okay, check. Open, let's go! Okay, hier nochmal. Das war jetzt aber nicht viel, das kleine Bargeldpaket. Oh, oh. Okay, ich glaube, jetzt geht's hier los. Wir müssen die Fabrik verlassen. Komm, wir müssen die raus, Fabrik verlassen. Unser Fluchtwagen ist doch irgendwo draußen. Dafür haben wir doch extra einen Fluchtwagen positioniert. Hä? Oh mein Gott. Warum kommt Polizei? Das ist doch ein Drogenkartell. Wir sind doch selbst Polizei. Wir gehören doch zu den Guten. Jungs, Jungs, passt auf, wir sind bei Gegner. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen wirklich aufpassen. Die Polizei hat die Dings ge... Die Polizei ist korrupt. Ja, ja, wir sind die einzigen korrekten Polizisten hier. Okay, komm, 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 Jungs, weiter, 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 weiter. Hier, Fluchtwagen, Fluchtwagen, Fluchtwagen. Hier rein, hol ihn raus. Ja, ja, ich hol ihn raus, hol ihn raus, hol ihn raus. Ich bin gerade reingegangen. Okay, zack, 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 Fluchtwagen ist bereit. Komm rein, steig ein. Okay, ich fahr raus, wir fahren raus. Rein, 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 alle rein, rein, rein. Oh nein, mein du, Gott. Du bist ohne mich raus. Bro, wo bist du? Abia, wo bist du? Schnell! Bro, Helikopter, alles hinter uns. Bro, das war's, das war's, das war's. Niemals, niemals können wir mit der Kiste entkommen. Das ist doch nicht mal gepanzert. Ich schieß nach vorne, du schießt nach hinten, Stani. Warum mussten wir denn so ein Bumpy-Auto klauen? Hey. Okay, bring die Beute zu Vincents Unterschlupf. Okay, komm, 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 schnell. 9,5 Kilometer. 9,5 Kilometer müssen wir jetzt hier entkommen. Das Ding ist nicht mal gepanzert, gar nichts hier. Oh, zum Glück sind es nur 4 Sterne. Um Gottes Willen, Freunde. Meint ihr, wir sollen versuchen, die Sterne loszuwerden? Oder einfach so, oder wir fahren einfach zu einfach den Sternen? Oh, beiseite. Oh, Max! Oh mein Gott. Ich schieße auch mit, ich schieße auch mit. Nee, nee, du fährst, Bro. Ja, ich kann fahren und schießen. Sicher? Mach beides gleichzeitig. Ja, klar. Ich bin Profi. Ich weiß es irgendwie, Bro. Da vorne nächste direkt Platten schießen weg. So, super, sehr gut. Hier, weg, Idiot. Ach, ey. Oh, Max, konzentrier dich auf Hahn. Ja, wegen Max verkacken wir gleich. Nein, 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 alles gut, alles. Bro, das ist aber auch das NPC. Oh, nee, ist gar kein NPC. Okay, wir sollten uns vielleicht doch mehr aufs Fahren konzentrieren. Ja, bitte. Ich würde gerne noch überleben. Boah, das Auto ist auch so maximal langsam. Junge, das Kartell und die Polizei. Oh, das ist aber ganz komisch, dass das Kartell hier auf offener Straße rumschießen darf und die Polizei da nicht mal was dagegen macht. Nein, nein, die Polizei schießt mit denen zusammen. Ja, die sind zusammen auch noch mit denen. So, beiseite. Ja, okay, Kartell. Okay, wir sind jetzt eigentlich gleich dabei. Jetzt heißt hier, wir sollen die Cops erstmal loswerden. Ja, das ist natürlich auch lustig. So, das hätten wir uns auch hier mal früher außerhalb der Stadt sagen können. Bro, fahr auf die Autobahn und in den Tunnel rein. Ja, 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 Trick 17, Trick 17. So, zack. Erstmal wieder kurz aus der Stadt raus. Okay, 3 Sterne loswerden, Leute. Ist natürlich kein Ding für uns hier. Das haben wir schon öfter mal geschafft. Oh, hui. So, zack. Easy. Müssen wir nur noch den Heli da über uns loswerden. Leute, alter GTA-OG-Trick. Einfach immer ein bisschen hier ins Gelände fahren. Immer gut, um die Sterne loszuwerden. So, kein Ding, Leute. Kein Ding für uns. Ein Ding, Buddy. Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Brüder. Einbruch, oh, 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 da kommt ein Heli, da kommt ein Heli. Okay, ein Heli. Oh, der macht es uns ein bisschen schwer. Wir dürfen nicht ins Sichtfeld. Wir dürfen nicht ins Sichtfeld. Komm, 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 komm. Oh, ganz knappe Sache, ganz knappe Sache. Da unten auf der Minimap. Oh, nein, er fährt nicht höher, der Wagen. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Jetzt hier nicht... Ja, oh.
Okay, wir haben es geschafft. Easy Game, Leute. Und jetzt einmal die Beute zu Vincent bringen. Und wir haben es geschafft. Let's go! Let's go! Wie, meine Freunde. Ich bin gespannt, was es gibt, Bro. Jetzt bin ich gespannt. Ey, wir kriegen jetzt kein dickes Cash hier. Jetzt bist du einfach Bruder, oder? Oh, Leute, guck mal hier. Belohnung, neuer Streifenwagen, neuer Dienstwagen kriegen wir. Oh, was kriegen wir da? Fettes Paket, Leute, ist das hier unser Gehalt oder was? Gehaltscheck, schönes dickes Bündel. Bestanden, Leute. Let's go. Oh, was kriegen wir? $500,000. Oh, ist aber nicht schlecht. Bro, sind das nicht 50.000? Nein, das waren 500.000. Alter, hä? Wie viel habt ihr bekommen? Ich habe 250.000 bekommen. Ja, ich auch, du. Ich auch. Oh. Ey, Leute, das war heute mal ein Tag als Officer Crimex hier in GTA Online gewesen. Wenn ihr mehr so GTA Online-Missionen sehen wollt mit den Jungs, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.